Dass Unternehmen im Ökosystem arbeiten, dass sie mit berücksichtigen all die Menschen um sie herum, Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Communities, um eine nachhaltige Kommunikation zu haben und dadurch auch anpassungsfähig zu sein. Resilienz bedeutet immer Widerstandsfähigkeit. Wenn ich widerstandsfähig bin, dann muss ich anpassungsfähig sein, um innovativ zu sein. Das heißt, wir müssen alle Menschen im Unternehmen mitnehmen und wir müssen alle hören. Also die Vielfalt der Stimmen, Perspektiven und des Wissens mit einbauen. Und Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg ist immer zukunftsfähig zu sein, halt wirklich zu gucken, was weit über das passiert, was ich heute tue. Und das geht auch nur, wenn ich alle meine Kunden mit in die Entwicklung mit einbeziehe. Zukunftsfähige Unternehmen sind die, die über kurzfristige KPIs hinausschauen. Also nicht nur Kostenquote, Profitabilität und Wachstum betrachten, sondern auch ökologische und soziale Ziele sich setzen und die verfolgen. Das heißt, sie sind verbunden mit den Communities und den Lösungen der Zukunft.